Hallihallo, liebe Abenteurer auf BadTV und Let's Play Tomb Raider. Ich will auch gar nicht lange reden. Ich hoffe, ihr habt das letzte Let's Play gesehen. Wir sind hier im Uni-Kloster und nach diesem Lager ist uns eine Schnellreise auf der Insel erstmal nicht mehr möglich. Oder gar nicht mehr, wer weiß. Die Tür da hinten wackelt. Die Pistole im Anschlag. Und mal sehen, was uns dahinter erwartet. Schlechtes Wetter. Wir sind im Ziggurat der Königin. Oh Mann. Dann mal los. Ein ewig brennendes Feuer vor uns. Wir befinden uns in einer Schlucht, in einem Sturm, wo wir kaum noch gehen können. Der Wind wird immer heftiger. Scheiß auf die Königin. Wir sind Lara Croft. Ich glaube, das gleicht sich eigentlich aus. Hinten, unten tobt. Ich glaube, wir sind auf dem Vulkan wieder. Die Flammenhölle tobt dort. Und wir müssen nach oben. Heppa! Ups. Burn, Baby, burn. Okay, das war etwas dumm. Ich gebe das gerne zu. Das war eventuell nicht die ideale Vorgehensweise, die man hier haben sollte, aber man lernt ja aus seinen Fehlern. Ich sehe schon, komm, ich stürze jetzt wieder ab. Nein, sterbe ich nicht! Hep! Da geht's her! Hua! Hua! Das war knapp. Eppala! Hua! Und weiter geht's in Schnee und Wind. So reite ich doch sehr geschwind. Und so macht das Sinn. Ist eine extra Portion Milch mit drin. Aber wo muss ich hier her? Ah, da ist was. Gut, dass ich es jetzt erst sehe. Sehr gefährlich mittlerweile, das solltet ihr nicht zu Hause nachmachen, denke ich, wenn ihr in diese Situation mal kommt. Ihr strandet auf einer einsamen Insel mit einem Boot und Sonnenköniginnen und Götter sind hier und nicht Menschen, wie auch immer. So, da müssen wir wahrscheinlich durch und ich kann mir auch schon denken, wie das Ganze funktionieren soll. Plong. Okay, vielleicht doch nicht so einfach. Vielleicht ein bisschen diagonaler. Plong, nö. Ah, wenn wir uns aber von der Seite dahin stellen. Komm, Liebes. Fast. Noch ein wenig mehr seitlich. Ja. Da hat es Gong gemacht. Und das Ding spielt Ping-Pong. Mit sich selber. Komm hoch. Alles Holz geht kaputt, ey. Also Lara Croft muss nur 5 Minuten in deiner Nähe sein. Dann geht direkt alles nieder. Wird das funktionieren, da oben festzumachen? Ja,
wird es, was mich ein wenig wundert. Denn stabil sieht das Ganze dann nicht aus. Wow. Das war nicht so Au, das ist ein grausamer Tod gewesen. Was haben sich die Spieleentwickler nur dabei gedacht? Hoffentlich. Alles bricht wieder zum 10. Mal ein. Wir gehen auch hier hoch wieder. Komm. Uap. Hä? Okay. Komisch, das ist... Ich glaube, ich mache jetzt gleich einen ganzen Cut mal zwischen die ganzen Sterbeszenen, die noch kommen. Und dann seht ihr das vielleicht so in ein, zwei Stunden. Auf jeden Fall nach meiner Zeit. Ihr seht das natürlich in 30 Sekunden dann, wenn ich hier nochmal gestorben bin, wie ich dann die Lösung gefunden habe. So, komm, zieh dich hoch. Komm, Liebes. Geschafft. Es sei denn, wir können uns da hinten festhalten, wo ich das eigentlich nicht glaube, wo das... Ah, es hat funktioniert! Lara, Vorsicht! Die Mistkerle kommen in deine Richtung! Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten! Danke, Reyes. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme... Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Och, da hat sie aber mittlerweile einen... Sinneswandel... Wandelil. Wir sind ja in Japan, deswegen haben wir einen Sinneswandel erlebt. Heppala. Hui. Aus Versehen auf die richtige Taste gedrückt. Auf geht's nach oben. Nein. Aus Versehen auf die falsche Taste gedrückt. Ah. Wir sind zwei, wie wir wissen. Okay, soweit ist ja noch nicht schwer. Also wir können ihn nicht geradeaus oder zur Seite springen. Das ist, denke ich mal, klar. Aber last but not least können wir vielleicht nach oben? War das richtig? Nö. Wow. Okay, echt doof. Ja, wir können, okay. Mal gucken. Wo haben wir hier was? Wir müssen da irgendwie hoch. Das ist, denke ich mal, klar. Komm, stell dich nicht so an, Liebes. Du kannst doch irgendwie da hochkommen. Ah, der Doppelsprung. Natürlich. Geschafft. Okay, wo geht's weiter? Irgendwas zum Festhaken? Nur für uns geschaffen. Von der Sonnengöttin. Königin, Göttin, was auch immer. Du Scheiße. Immer einfach mal mit dem Kopf da an so einem an Gestein vorbeigeschubbelt. Müssen wir hier runter? Weiß nicht. Boah. Halt dich bloß fest, Liebes. Mit daher? Nö, da kommen wir nicht her. Vielleicht hier nach unten? Spektakulär. Einfach mal still liegen lassen. Komplett regungslos und dann versuchen zu sterben. Nö. So, diesmal aber. Eins. 2, 3. So, stopp.
gucken wir uns die ganze Schusselei ein wenig an. Ah, okay. Wir brauchen dann gar nicht zu springen unten, sondern einfach nur um die Seite zu klettern. Aha. Als hätten wir das nicht vorher gewusst. Tap. Und fallen lassen. Boah. Und jetzt um die Seite anscheinend. Wie gesagt, aller guten Dinge sind zwei. Da schlägt nochmal der Blitz ein. Und wir sind durch. Ja, Lara, du hast es geschafft. Wir sind im Ziggurat-Vorraum. Haben nicht viel Neues, aber wir sitzen auf jeden Fall in Sicherheit. Ich mache dieses Mal wieder einen kleinen Cut hier. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Lara ist ein bisschen voll am Arsch. Die Hose ist auch schon voll am Arsch. Wir sind voll am Arsch. Ich hoffe, ihr seid nicht voll am Arsch. Wir sehen uns die nächste Folge. Bis dahin. Euer Bud von BudTV. Ciao.